Möchtest du ein richtiger Müllmann werden? Dann kaufe jetzt die Mülltüten von Netto. Das ist für jeden etwas. Jetzt erhältlich bei Netto Süd. For the time, first time. And I was like, baby, 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 oh. Also Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder so einen kleinen Show seit Ewigkeiten. Und wenn ihr Bock auf mehr Shows habt, dann gebt dem Video einfach mal einen Daumen nach oben. Und ja, viel Spaß. So, du bist also AW Ping 2. Ja. Kannst du das auch beweisen? Ja, also ich... Also um das ganz kurz klarzustellen, also bevor wir jetzt hier weitergehen und dir das Geld geben, müssen wir natürlich erstmal überprüfen, ob du wirklich derjenige bist, okay? Also dass du dich jetzt nicht unter seinem Namen ausgibst oder so, deswegen müssen wir erstmal gucken, ob du das wirklich in-game bist. Ich weiß, klingt verrückt, nur das Problem ist einfach, wir hatten echt schon so viele Faker. Nee, also wir machen da jetzt ein paar Tests und wenn du beweisen kannst, dass du das wirklich bist, dann ist auch alles gut. Und damit wir dir wirklich wissen, dass du es bist, musst du eine Mikrofonlautstärke von 50% haben. Wenn du näher am Mikrofon dran bist, hast du ungefähr 52. Wenn du weit weg bist, hast du 32, ja? Perfekt, okay. Dein Mikrofonlautstärke war jetzt gerade bei 1%. Sag mal bitte ein bisschen lauter. Ja. Einmal bitte zum Einpegeln jetzt, dass wir die ganze Zeit das messen können, so laut du kannst, bitte. Dein Mikrofon anschlagen lassen. Schlag mal dein Mikrofon so laut an, wie du kannst, dass es so laut ist, wie geht. Gehört? Also nicht anschlagen, sondern reinsprechen. Nein, das ist Hallo? Anschlagen. Hallo? Genau. Ja, wow. Ja, das war 100. Das war, bei mir war es noch nicht bei 100%. Wäre vielleicht gut, wenn du einfach mal da irgendwie schreist oder so, dass unser Gerät das hier messen kann. Weil wenn wir nachher zu wenig Lautstärke haben, können wir dir die 10 Euro ja nicht geben. Hallo? Wow, das war krass. Ich hab da noch so ein kleines Problem. Also unser Programm zeigt, dass es noch nicht ausreichend. Du musst einmal ganz kurz, damit wir wissen, wie deine Mikrofonqualität ist und wie dein Mikrofon wiedergeben kann, einmal so laut wie es geht, einmal kurz ins Mikrofon quasi brüllen. Okay, auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Hallo? Hallo? Weißt du? Also nein, das ist halt so, jetzt um es auf den Punkt zu bringen, wir sind ein Unternehmen, okay, wir unterliegen der Schweigepflicht, das heißt, wir dürfen in keinerfalls irgendwelche Audiospuren davon aufnehmen, wir lassen lediglich eine Stimmanalyse darüber laufen und schauen halt, ob du eine menschliche oder eine Roboterstimme hast mit irgendeinem Programm, was aufgenommen wurde, beziehungsweise abgespielt wird, etc. So, deswegen wäre halt die einfachste Form jetzt, um das zu überprüfen, dass du jetzt irgendwas singst. Und deshalb, wie lange unser Gerät braucht 25 Sekunden, um anzupingen und durchzugehen. Sag ja, du bist die schönste Frau der Welt. Und nein, es ist schon okay, wenn du das auch bestellst. Du sollst es haben, wenn dir dieses Haus gefällt. Ich trau's mich nicht zu sagen, ich hab Schiss, denn mein Chick ist so bad, so bad, so bad. Mein Chick ist so bad, so bad, so bad. Mein Chick ist so bad. Okay, jetzt warte mal ganz kurz. Der Suchdurchlauf wird gestartet. So! Fuck, wir haben Error-Code. Du musst einmal kurz irgendeinen anderen Songtext 15 Sekunden singen, das müsste reichen. Ich sag ja, du bist die schönste Frau der Welt. Nein, stopp. Du sollst den neuen Text nehmen mit der Melodie von den. Das geht an alle Jungs und Mädchen da draußen. Wir haben ihn gefunden. Aber hört selbst, ich kann es kaum glauben. Wow, you love me, I know you care, you just shoot whenever, and I'll be there, you want my love, you want my heart, and we would never ever be apart. Are we an item? Wir nicht, oder? Ein bisschen weiter, du musst ein bisschen weiter singen, unser System pinkt noch an. Und noch zwei, drei Strophen wären super. Girl, quit playing, we just friends. What are you saying? Saying it? Said there's another as you look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time. And I was like, baby, oh. Ich muss sagen, das hat er schon gut gemacht. Ja, dafür, dass er das jetzt gar nicht kannte, das war ja schon okay. Also das war schon gut. Ja, dann lass mal kurz alles durchchecken, ob das jetzt alles hier bestanden wurde, dass wir unsere anderen Tests dann schon mal vorbereiten, dann dauert das nicht echt so lange. John, wir haben hier, wir haben ein Sponsoring-Team, ne, was uns
den Server gibt, was dafür sorgt, dass wir anständige PCs und Mikrofone haben. Und im Gegenzug müssen wir natürlich Werbung liefern. Kennst du sicherlich, ne? So ein bisschen Product Placement. Und zurzeit unser derzeitiger Partner ist halt Netto. Kennst du Netto, den Markendiscounter? Hast du schon mal von Netto was gehört? Von ja, Netto, natürlich. Den Markendiscounter. So, und das ist halt unser derzeitiger Sponsor-Partner. Und die haben ein neues Produkt rausgebracht und wir müssen ja den... Was? Also, pass auf, jetzt, du liest jetzt einfach das hier vor. Das ist jetzt, das sind jetzt noch die restlichen 2%. Nein, also wir haben, nee, wir haben hier was anderes. Ich habe hier den Text schon mal vorbereitet, den wir bekommen haben. So. Das ist hier, die haben ein neues Produkt und, ja, das Ding ist wenn halt. Wenn du das sprichst, das wäre super. Wir haben halt den Werbeslogan bekommen und den müssen wir halt jetzt auch ein bisschen. Naja, wir müssen das halt machen, wir sind vertraglich gebunden und damit können wir einfach die restlichen 2% beweisen. Ich muss ja verstehen, die Gewinnspiele werden ja auch irgendwoher finanziert und das hilft eben, dass zum Beispiel beim nächsten Mal dann nicht 10 Euro verlost werden, sondern 100. Möchtest du ein richtiger Müllmann werden? Dann kauf jetzt die Mülltüten von Netto. Das ist für jeden etwas. Jetzt erhältlich bei Netto Süd. So, mein Chef hat mich gerade nochmal angemeldet, wir sollten das hier ganz ordentlich machen, weil er wohl beim letzten Mal ziemlich unzufrieden mit uns ist. Ja, ich habe Optifine 1.8. HDUC7 oder so. HDUC7, oh shit. Das ist einfach. Das ist eine verbotene Funktion in Minecraft. In der neuen Euler steht, dass man diese Version nicht mehr benutzen darf. Ja? Dann warte ich gleich mal auf den Chef, was der dazu sagt. Also das wird halt. Also der Chef entscheidet dann, ob das eine Geldstrafe wird oder so. Define. Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, ich rufe ihn mal ganz kurz an, ich bin 2 Minuten AFK, wenn er jetzt gerade da ist. Warte mal dann kurz. Dann frag ihn mal. Ich frag ihn mal an, weil das jetzt ist, okay? John, bleib mal kurz hier. Bis gleich. Ein paar Sekunden später. Oh, auf die Fein.net. Okay, danke. Gut für die Info. So, Jungs, wir haben hier eine leichte Alarmstufe rot. Also in der neuen Euler steht, dass die Version höchst illegal ist und nicht mehr runtergeladen werden darf. Steht es auf Optifine.net? Wir müssen immer von dem Schlimmsten ausgehen, deswegen. Das Problem ist jetzt, er hat mir erzählt, wir haben ja jetzt auch deine IP-Adresse und den Server erstmal, das ist schon mal das Wichtigste. Er hat erzählt, das ist echt das. Zurzeit das Schlimmste, was man in Minecraft tun kann, also es ist jetzt, also na das Allerschlimmste nicht, aber wir bewegen uns hier auf einem höchst illegalen Weg. Wir sind nämlich informiert, das heißt, wir müssen jetzt die Minecraft-Supporter erstmal kontaktieren und denen das sagen. Und erstmal heißt das ein Lifetime-Ban auf Minecraft und halt eine Bearbeitungsgebühr ja, von den Supportern und eine Ich habe ja Optifine nur, dass ich zoomen kann. Ja, und die. Das ja, aber das Ding ist, du hast eine Version installiert, die ganz offiziell schon lange verboten wurde. Und wenn man die installiert, dann sperrt Minecraft dich eben recht schnell, weißt du? Ja, und Minecraft geht halt noch ein bisschen weiter. Warte, ich muss mal ganz kurz. Und die haben halt gesagt, dass es einen Einfluss von illegalen Mitteln in das Spiel und das ist auch nochmal eine polizeiliche Anzeige. Ich wusste es nicht. Abwesenheit schützt nicht vor Strafe, das müssen wir dazu sagen. Und ich wusste es ja nicht. Ding ist halt, ich habe jetzt schon ein Support-E-Mail geschrieben. Wie gesagt, ich krieg die Rückmeldung. Ach, da habe ich schon die E-Mail bekommen. So, wartet mal kurz. Ich hab's auf Optifine geladen. Sehr geehrter Herr Mittler, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass der Minecraft-Account in kürzester Zeit Lifetime gebannt wird. Ja. Hierauf folgt eine polizeiliche Anzeige. Ich muss ihm deine IP senden, das heißt, er hat dann Vor- und Nachname anscheinend schon. Ja, aber ich bin ja nicht schuld. Ich lese mal offen. Weiter vor, warte. Also, warte kurz, ich will mal reden. Ja? Ja, erzähl du einfach mal. Ich bin ja nicht der Einzige, der es benutzt. Ich möchte die E-Mail einmal kurz zu Ende lesen, damit du das Bescheid weißt. Und warte, jetzt steht hier noch. Da sie sich auf einem Online-Server befinden, müssen wir leider dies an den Hoster weiterleiten und dieser wird weiterhin auch noch eine polizeiliche Anzeige weiterleiten. Ich wusste es ja nicht. Dies wird zur Folge haben eine Geldstrafe von 22.000 bis 25.000 Euro und unsere polizeiliche Anzeige ist undefinierbar. Aber ich wusste es nicht. Ihr habt gesagt, dass wenn ich das wusste, dann wird es illegal und so weit zu sein. Aber ich wusste es ja nicht.